Guten Abend. So, jetzt einen Tag später, nach dem ersten Video der freien Energiedemonstration. Heute mit ein bisschen Text dazu. Ja, weil gestern Abend, ich war so verblüfft gewesen, mir haben echt die Worte gefehlt. So, also, heute einen Tag später, die Konstruktion ist immer noch genauso aufgebaut. Hier haben wir das zusammengeschaltete. Und zwei große Kondensatoren, und zwei kleine, vier Dioden und eine Antenne. Ein Teil der Antenne ist geerdet. Jawohl, geht hier an der Heizung. Da ist die Erde. So, und der andere Teil, ich habe keine Ahnung warum, ich habe einfach intuitiv gehandelt. Ein Stückchen Spule, ziemlich dünner Draht, welcher genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube 009er oder so, also 01er dürfte es vielleicht sein. Keine Ahnung, welche Umzahl, wie lange noch, einfach ausprobiert und aus Jux und Dallerei einen Magnet draufgelegt. Geht vielleicht auch ohne das ganze Klims-Bims-Scheiß. Ich habe es aber eben mal so gelassen, weil Intuition, ihr wisst ja. Ja, und mal gucken. Wie gesagt, einen Tag hatte ich jetzt dran gehabt. Messgerät muss ich immer ein bisschen abklemmen, weil ich mitbekommen habe, wenn ich das Messgerät eingeschalten lasse, dann sinkt die Spannung wieder. Also habe ich abgeklemmt gelassen und schalte es nur ab und zu mal an. So. Das. Und wie viel haben wir? Einen Tag später sind wir bei 5, 6. Jawohl, das sinkt. Also schalten wir wieder aus. 5, 6. Wurden wir schon mal bei 5, 7. Was ist jetzt los? Vielleicht weil Abend wird. Hat das was mit der Sonne zu tun? Naja, wir werden sehen. Ich beobachte das mal noch ein ganzes Stück. Ja, die Bauteile dazu. Ganz einfach. Das war ja die Originalschaltung gewesen. Das Video habe ich verlinkt gehabt. Die Bauteile habe ich so nicht ganz gefunden. Ich habe es einfach mit anderen probiert. Halt mit demselben Typ, vier Dioden. Ja, zwei kleine Keramikkondensatoren. 473. Ja, aber keine Ahnung, wie viel Mikrofarad. Ihr könnt das selber mal gucken. So, und hier haben wir, was haben wir hier? 220 Mikrofarad, 35 Volt. Wie viel habe ich hier gehabt? 63 Volt bei 220 Mikrofarad. Und da sind auch 473er. Okay. Ja. Ja, ob das jetzt irgendwas mit unserer Radiostrahlung zu tun hat, wie so viele behaupten wollen oder werden, tja, ich bin mir da auch nicht so ganz so sicher. Aber unser lieber Herr Konstantin Meil hat darüber ja schon schöne Ausführungen gemacht. Der behauptet nämlich, wir wissen unsere Technik zu deuten bis zu dem Punkt, wo das Signal unseren Verstärker verlässt. Dann ist erstmal nichts und dann geht es weiter mit der Empfängertechnik. Ja, also ab dem Zeitpunkt, wo das Signal wieder in die Antenne sich einwuselt und ja, da in Daten übertragen wird. Aber der ganze Weg zwischenrum, ja, das ist alles schleierhaft. Also, benutzen wir sowieso schon irgendwelche Energiebahnen, um Daten hin und her zu schicken?